Mia, willkommen zurück zu The First Tree. Ja, weiter geht's. Nein! Verdammt, weiter geht die wilde Fuchsreise. Ich will es aber eigentlich haben. Ach, Mist. Ja, das war wohl nichts. Ist das Essen? Wie sieht's aus? Chipstüten. Oh nein, wer hat das denn gemacht? Nicht sowas hier rumliegen lassen. Ist doch schöne Natur. Die Menschheit. Ich hole mir das noch. Es gibt bestimmt genug, die ich gar nicht sehe. Und wenn ich es schon sehe, dann will ich es auch haben. Einen Versuch mache ich noch. Ja, ich muss sagen, das Spiel tut auch gerade echt gut. Ah, ist alles gerade sehr stressig. Mit Lernerei und Arbeit und Stress mit dem Chef und oh. Das Gedankenkarussell. Seid ihr eigentlich auch so gut darin, euch schon Sorgen über so eine relativ weit entfernte Zukunft zu machen? Obwohl ihr da jetzt im Moment gar nichts für tun könnt, sondern so ein bisschen abwarten müsst, was auf euch zukommt. Ich bin da gut drin. Aber deswegen ist gerade umso schöner, einfach mal so ein entspanntes Spiel zu spielen. So, mal gucken, ich will das Ding jetzt haben. Von so komme ich nicht dran. Hier ist wahrscheinlich gut. Oh Gott, bitte gib es mir. Ach, okay. Egal, jetzt gehen wir weiter. Man muss auch direkt am Anfang den Doppelsprung machen, sonst passiert es nicht mehr, leider. Oh, was ist? Hier gibt es, glaube ich, schon echt viele Kleinigkeiten zu entdecken, ne? Aber ich kann sonst nicht damit interagieren. Jesus! Ich esse euch nicht, euer Gut, ich bin Fuchs, ne? Aber wo geht ihr hin? Ich glaube, ich lasse die Hasen wahrscheinlich lieber. Ich bin schließlich der Fressfeind. Ich laufe einfach weiter. Keine Panik verbreiten. Ja, wie gesagt, nicht wundern, ich will ja nicht so super viel plaudern während dem Spiel, sondern einfach mal ein bisschen genießen, gucken, hören lassen. Joseph. Joseph. Ah, ist vielleicht der Traum von Joseph aus Evil Within, unser aller Lieblings-Joseph. Das ist jetzt auch schön. Das ist der geheime DLC. As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the fourth grade. You know how my life was around then.
I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all. Ja, das hätte ich jetzt auch sagen wollen. Kinder können echt so gemein sein. Ich meine, klar, so ein paar solcher Leute hatten wir früher auch in der Schule, aber bei uns ging es eigentlich insgesamt noch. Ich weiß gerade gar nicht, wo leuchtet denn das nächste etwas, das wir finden können. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da ist noch was da vorne. Und noch mehr Bunnies. Ich bin Friend. Und Bunnies sind Freunde, kein Futter. Ich mache das auch immer total gerne, wenn ich im Ashram bin. Da drumherum ist halt auch richtig schöne Natur, in der man so ein bisschen spazieren gehen kann. Und was da ganz toll ist, sind die externen Steine. Also wenn ihr irgendwann mal Richtung Bad Meinberg unterwegs seid, was weiß ich, wenn ihr in Paderborn seid oder was ist da dann noch in der Nähe, vielleicht auch noch Hamm, Kassel ist glaube ich auch nicht so weit weg, dann geht da unbedingt mal hin. Die sind wirklich irgendwie krass, diese Riesensteine da plötzlich in diesem Wald. Und der Wald ist auch ganz seltsam. Es sieht ja eigentlich wie ein normaler Wald aus, aber irgendwie ist es da anders. Ihr habt da irgendwie eine ganze Menge normaler Bäume voller Blätter und alles. Ganz da oben. Und dann stehen immer zwischendrin so einzelne Bäume, die komplett kahl sind und auch richtig tot aussehen. Das ist richtig gespenstig. Also geht da unbedingt mal hin. Es ist wirklich mal einen Besuch wert. Und es ist auch alles so voller Moos. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist lebende, wachsende Bäume sind dann so voll mit Moos, dass sie aussehen, als ob die irgendwie schon seit 1000 Jahren da stehen würden. Das ist ein ganz eigenartiger Wald. Aber ich finde auch, dass jeder Wald so ganz eigen ist. Also ich bin ja auch recht oft im Wald zum Joggen und so. Und wenn ich mal bei meinen Eltern im Wald bin, da ist es ganz anders. Der Boden ist anders, die Bäume sind anders. Ich meine, klar, es ist logisch, aber es fällt einem dann so auf. Deswegen hat so jeder seinen eigenen Charakter. Ist das denn ein Entchen? Ui. Ja, schön. Okay, wenn ich jetzt
Richtung hinten links gehe, versuche ich nochmal das eine kleine Shiny-Ding zu kriegen, wenn ich jetzt eh schon hier oben bin. Der Schnee glänzt ganz komisch, da denke ich irgendwie daran, ja, wenn wir jetzt bei so Familiengeschichten sind. Mein Papa ist ja ITler und der hat eine Zeit lang für Hasbro gearbeitet. Das war als Kind natürlich. Boah. Mit den Katalogen. Ich habe, glaube ich, immer angekreuzt, was ich nicht zu Weihnachten haben möchte. Das war einfacher. Aber ich hatte da so eine komische Husky-Landschaft. Wie hieß denn noch diese Spielzeugreihe? Die hatten da diese Pfote als Abdruck. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das hieß, aber davon hatte ich dann irgendwann relativ viele. Und es gab eben auch diese Husky-Welt und das waren dann so vier oder fünf so Husky-Figuren und diese Schnee- und Eislandschaft. Und die sah auch so glänzend aus. Ich glaube, in einem Eisstück war auch Glitzer drin. Ach ja, hier ist der Bus, okay. Und es konnte sogar leuchten. Die eine Fläche hatte nämlich einen An- und Ausknopf. Ja, das war schon der Shit damals. Obwohl, wenn ich jetzt da wieder runterspringe, ich will eigentlich mal da hinten den Weg lang gucken. Ach, ich lasse das eine Shiny mal Shiny sein. Ich versuche mal hier oben weiterzugehen. Denn mal Shelter gespielt, 1 und oder 2. Ich finde, eigentlich ist es ja ganz gemein, ne? Man ist dieses Mama-Tier und eigentlich versucht man die ganze Zeit nur seine Babys zu beschützen. Also mir persönlich macht das Stress. Aber eigentlich sind die Spiele schön. Ah, eine neue Jahreszeit. Ein anderer Wald, oder? Das weiß ich gerade nicht. Okay, das heißt aber auch, ich kann das eine Shiny nicht holen, das ich da verpasst habe. Und wie es aussieht, habe ich jetzt hier auch direkt eins nicht. Naja. My teenage years were full of sketching, angst and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Ja, ist natürlich auch immer schwierig, ne? Also ich meine, ja,
man muss natürlich arbeiten gehen, weil man ja seinen Kindern auch ein gutes Leben bieten will, aber es ist halt, glaube ich, sehr schwierig, da einen guten Spagat zwischen zu finden. Denn, ja, also man hört das ja auch immer nur wieder, dass die Leute sagen, sie hätten lieber irgendwie ein bisschen weniger Wohlstand gehabt und dafür ein bisschen mehr Kontakt mit den Eltern, eine innigere Beziehung, mehr Zeit mit den Eltern. Aber man kann den Eltern den Vorwurf auch nicht machen, denn in der Regel passiert das ja auch nur aus gutem Willen heraus. Das macht denen ja auch nicht Spaß, 100 Stunden die Woche zu arbeiten quasi. Ja, gut, damit ist auch der zweite Part von The First Tree vorbei. Ich bin gespannt, was diese neue Gegend hier jetzt noch so für uns bereithält. Würde mich über ein paar Kommis sehr freuen und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem kleinen Foxy. Oder der kleinen Foxy-Dame, die immer noch auf der Suche nach ihren Kindern ist, wohlgemerkt. Ich hoffe mal, es gibt wenigstens eins, das wir heile finden. Gut, bis morgen.